So, ich hatte einen kompletten Spielabsturz. Sprich, da ging gar nichts mehr. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Aufnahme, blub, blub, blub. Ist natürlich ärgerlich und deswegen speichere ich nach fast jeder Schlacht ab, weil das passiert so schnell. EA ist jetzt nicht die allerschlechteste Firma, ne? Kann man nicht sagen. Aber beste ist er halt auch nicht. So, dann schauen wir mal, wie wir das hier machen. Ich werde das jetzt so ähnlich. Ja, hindingseln. Versuchen, wie ich es gerade eben hatte. Die Orks müssen weg. Ganz wichtig. Oh, das sind schon Gegner. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Na los, Balliste. Ja, schön. Schön die Trolle hier vernichten. Bevor sie allzu viel Schaden anrichten können. Gut. Na los. Okay. Jetzt sehen wir gleich, was wir danach bauen sollen. Jetzt bauen wir erstmal noch zwei Clan-Hütten. Die sind zwar sehr teuer, aber die können schon ein bisschen was. Zum Spam sind sie halt gut und oh oh. Und ich glaube, das ist genau das, was ich jetzt brauche. So, das dürften die nicht überleben. Knapp. Schade. Der holt sich halt jetzt den Vorposten vermutlich, ne? Obwohl das sind Orks, vielleicht schafft das nicht. Mal schauen. Es wäre halt cool, wenn ich den Vorposten hätte, ne? Aber so, mal schauen. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht wieder ab. Jetzt lasst mich nochmal gucken. Aufnahme passt, passt, passt. Bin ich jetzt gerade wieder ein bisschen paranoid? Codewort. Kommt jetzt Systemabsturz für diese Episode. So. Die Ballisten sind so wichtig. Ich hoffe, ich kann das verteidigen. Es ist super unwahrscheinlich, aber es könnte passieren. Ich muss hier halt jetzt wirklich reinklotzen, ne? Irgendwie. So, Fangorn, der hat natürlich sehr viel Holz. Das sollte mir zugute kommen. Hier sind keine Gegner. Okay. Da hat's Gegner, Wolfsreiter. Das ist natürlich eine Schwäche von den Dunländern. Die können überritten werden. Aber es könnte gut ausgehen für mich, vielleicht. Was sind die Ballisten? So. Irgendwo hier jetzt ein Troll. Der stirbt jetzt. Da sind die Ballisten. Na, ihr sollt's da.
Doch, doch, das können wir. Es kann funktionieren, was ich hier versuche. Da ist Gorkil. Ah, doch, das können wir vernichten. So, noch ein Sägewerk. Ich brauche halt Geld, 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 ne? Ah, der hat... Oh, 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 oh. Schafft der Gorkil das? Wo sind meine Ballisten? Ich weiß noch nicht so recht. Immer noch nicht so wirklich sicher hier. Es sind halt zwei Gegner mit Helden. Das ist äußerst knackig. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Die Ballisten machen halt einfach gar keinen Schaden. Und das ist natürlich problematisch. Ja gut, aber hier habe ich ja... Hier habe ich ja eigentlich ganz gute Chancen, oder? Das zu verteidigen. So. Ich versuch's halt, ne? Ich versuch's einfach. Wenn's klappt, geil. Wenn nicht, hab ich Pech. Aber ich versuch's einfach mal. Ich glaube, das Ding da oben vernichte ich einfach. Das hier, den Vorposten, weil den werde ich nie wirklich besetzen können. Das ist zu unwahrscheinlich. Aber wenn der Gegner ihn auch nicht bekommt, dann ist es definitiv gut für mich. Mit den Bomben könnte ich vielleicht sogar gewinnen. Vielleicht. Also es könnte funktionieren, ne? Mit ein bisschen Glück. Wer weiß. So, größere Urukrube ist auch nicht schlecht. Ja, machen wir sie noch ein Stück größer. Bomben. Ich versuche auf die Bomben zu kommen. Weil die Bomben sind schon ziemlich nützlich. So. Ah, jetzt fehlt mir das Geld. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Geld hier rausgeballert. Ah, vielleicht geht's aber. Wir werden es sehen. Ich kann es ja jetzt auch nicht ändern. Ich kann es ja bloß... Ich kann es ja bloß versuchen, irgendwie hier zu gewinnen. Mit minimalsten... Ich speichere jetzt zur Sicherheit mal ab. Es wäre so schade, wenn der
abstürzen würde, weil normal will ich das nicht machen. Also wenn Absturz kommt, ne? Will ich das nicht normal machen. Das ist nicht so klug. Das ist nicht so klug. Ah, das ist auch nicht klug. Ah, Bomben kann ich noch nicht machen. Dafür brauche ich Feuerpfeilarmbrustschützen. Ich meine, ich könnte es mit dem Berserker probieren, aber erstmal muss ich ja irgendwo pushen können, dass ich da überhaupt in die richtige Richtung komme, ne? Ah, das ist ja schon ziemlich unwahrscheinlich. So. Schafft er das noch? Gibt's ja nicht. So, Drachen hat's hier. Die Baumeister sind noch ganz wichtig. Eigentlich ist es dämlich, da jetzt hoch einen Baumeister zu schicken. Naja. So. Sobald ich auf die Drachen gehen kann, gehe ich auf die Drachen drauf, weil die müssen weg. Das sind die schlimmsten. Ja, die machen einfach so viel Schaden. Ja, das ist das Problem. So, ein Baumeister ist schon mal tot. Nicht gut. Nicht gut. Das dürfte kein großes Problem sein. Ich kann nichts mehr bauen. Ich habe einen Ring. Lol. Vielleicht habe ich jetzt eine kurze Chance. Ich glaube, ich baue als nächstes eine Festung. Das gibt mir nämlich noch mal mehr defensive Power. Könnte ganz gut sein. Ich rufe jetzt hier den Wächter. Ich hätte nie gedacht, dass die so stark sind hier. Nee, hätte ich nie gedacht, dass die Dunländer so nützlich sind. Das war ein sehr schlechter Geldgeb-Dingsbums, aber ich bin auch gerade ziemlich im Stress. So, Festung. Also ich kann euch versprechen. Ich hoffe, ich kann euch versprechen, aber ich denke mal schon, ihr werdet Spaß haben im Ringkrieg gegen mich. Das könnte ziemlich lustig werden. Ich meine, das war schon knackig, ne? Und ja, jetzt kommen vielleicht Leute und sagen, aha, abgestürzt, aber es ist wirklich abgekackt. Das Spiel ist wirklich abgestürzt, ne? Ey, die Dunländer sind ja richtig mächtig zum Spam, das ist ja mal super, hätte ich nie gedacht, dass die Strategie aufgeht. Ich wünschte, ich könnte diese Festung, die ich hier errichtet habe, behalten, weil die ist geil. Die ist einfach nur geil. Hier mit Sägewerken und. Da geht nichts dran. Ich gewinne das noch. Verteidigt. Gedreckt. Krass. Was geht ab? Ist das geil. Einer ist weg. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Stark. Ich weiß nicht wie. Aber es sieht sehr gut aus.
Gut, ich habe jetzt natürlich leider hier keine Upgrades, ne, für meine Einheiten, aber es sieht trotzdem ziemlich gut aus. Der die Berserker auf dem Troll. RIP. Ja, knuffiger kleiner Feuerdrachling. Feuerdrachenbrutling, whatever. Dün, dün, dün. Bum. Wow, ich hab's echt geschafft, den Fangorn zu verteidigen. Unglaublich, gegen zwei Gegner. Stark, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Gefällt mir aber extremst gut. Gefällt mir wirklich gut. Also das war jetzt echt nice. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.